Grüßt euch zu einem neuen Replaycast. Heute haben wir hier wieder was ganz Spezielles am Start. Was haben wir denn am Start? Auf jeden Fall habe ich hier zwei Kollegen am Start, nämlich den guten alten Kairo. Jö. Mjö. Und natürlich noch den allerechten Jojo. Moin. Süß, schön, dass ihr da seid. Und hier haben wir das wunderbare Replay am Start. Harad Kairo vs. Mortal Dark King 2 habe ich schon ein paar Mal downloadet. Gucken wir uns nochmal den Spaß an. Ja, tun wir. Boah, mächtig hier die Umbra-Schiffe. Ja, schon mal ein Statement. Eben. Düst. Unten links, da haben wir dich gleich, Kairo. Zeus Vader auch genannt. Mächtigen Harad und da den guten Game Ranger Darking mit mächtigen Mordor. Eben, mächtiges Mordor. Ja, Die tun auch Dicken. mächtig. Hat auch gleich mal die Dicken hier beschworen und seinen Orks-Buff und den Speedboost direkt aktiviert. Hier die Aufseherfähigkeit gibt dir einen Speedboost und keinen Bonusschaden mehr gegen Piken wie in der Live-Version. Ja, damit kann man ein bisschen besser so Early Game abwehren und ist ein bisschen flexibler. So Auch ist. aggressiv spielen als Mordor, dass man mal rübergeht, Eben. was davor auch nicht so gut möglich war in der Regel. Gut, zwar meistens trotzdem niemand, aber könnte man. Ich tue es Du schon, meistens. ja. So, sehen wir dann da gleich zwei Bronzeschmelzen in der Base. Erstmal Eco-Start und jetzt ist die Sammelstätte der Krieger. Ja, Gorgor kann man immer ganz gut einen Eco-Start machen, finde ich. Ich habe ja nur eine Freisiedlung in der Nähe. Ja. Gamesound, stehe ich mal ein bisschen lauter hier. Ich bin der. Jö. Ich bin der Erbe. Ja, dann haben wir auch noch ein bisschen was. So, und die beiden Haradrim-Stammeskrieger schon fleißig am Creepen am Start. Genau, ist natürlich Dark King. Und Spione hier noch gar nicht am Start, oder was? Noch einen habe ich, glaube ich, schon gesehen irgendwo, oder? Vielleicht zu den Außensiedlungen unterwegs. Also zu den Ah, Freien. hier der Schnüffel auf jeden Fall, der Ja, riecht das ja. Schnüffler. Spion sehe Ja. ich keinen auf der Minimap. Du weißt es Aber ich eh. glaube nicht. Es wurden denn so fast Welts gepickt eigentlich? Gute Idee. Also auch Aber. sehr natürlich, aber. Ja, aber Harad noch nichts. Also, ich meine, du hast ja noch keine Farm gesehen, deswegen konntest du ja den Sklaven-Spawn noch nicht machen. Vielleicht holst du ja den noch. Sklavenfarm bei Mordor. Vielleicht. Ja, stimmt, da Wobei haben ich sich gleich. natürlich auf Khirit Ungol Den oder Sklaven auf der Fjord Sklavenfarm holen könnte man schon hin. auch ganz gut Das machen. ist ein echtes Statement auch mal. Ja. Der wie Freier. Was habe ich da für Außengebäude gebaut eigentlich? Die Die guten Mühlen. Mühlen. Sieht man auch hier Monsterverbilligung geben die und Bestienmeister. Also mal gucken, ob du auf die gehst. Weil du hast ja andererseits hier auch Schmelzen und hier hilft natürlich für Monster nicht so viel. Aber gibt ja doch noch Vielzahl an Variationen, die da möglich sind. Eben. Ein paar Upgrades können die Monarchie sich dann ja auch gönnen, die nicht so schlecht sind. So, hast du hier schon ein Sägewerk? Nee, noch nicht am Start. Gucken wir mal, Darkling jetzt hier mit der zweiten Kaserne mittlerweile. Boah, 14 Richtig Mordor-Orks. gespammt jetzt. 17, also der baut das mal richtig hier rein. Jetzt höre ich auf jeden Fall einen Spion. Da höre ich Arabisch. Hört Arabisch. Eben. Ah, schön hier. Gelockt, wie man sagt. Oder was weiß ich. Gebaitet. Eben. Eben. Ja, ein bisschen Action hier in der Mitte gibt es jetzt schon. Eben. Oh, Tripp, der erste Spion. Da ist einfach ein dicker, gell? Und der spuckt jetzt auf seine Leiche. Gold braucht man das Modder, die Orks sind eh kostenlos. Von dem her. Da kein Stress. Und hier hinten, das ist natürlich ein Die Sägewerk-Platz, wenn man jemals Ejakulation. einen gesehen hat, dann da hinten, ey. Echt so. Spot Spot
oder so am Bazar mal hier abgewechselt. Ich glaube, da habe ich die Sklaven einfach direkt reingeschickt, weil ich nicht dachte, dass ich die Sklaven zu meinen Mühlen kriege. Sieht's denn in der Modderbase so aus? Eine verdammt gute Frage. Boah, zwei Tributposten jetzt schon wieder baut. Aber deine kommt ein bisschen Keine voller aus. Oh, Upgrade-Belegung hier. da hat man gerade auch gesehen, du hast ja den Turm der Illusion geholt, wie man auch hier oben an der Spitze erkennen kann. Damit kannst du jetzt deine Spione upgraden, sodass du Eco der Militärgebäude dir snacken kannst. Das ist jetzt so in einem. Da wurde jetzt der Spion gebessert und jetzt kann der feindliche Gebäude Das ausgehen, hier kann noch richtig Icons zu setzen. spioniert werden. Eben. So, hier ist jetzt doch auch ein paar Handelsposten am Start. Also vielleicht geht's zu Azare. Basare, genau. Aber hier Dark King ganz gut am Harassen schon jetzt. Ja, auf jeden Fall. Allerdings. Direkt rüber. Boah. Ja. Neben Kriegsdodem. Der Kampf nicht schlechter als für dich. Bist du auch Ja, raus aus sollte der gewinnen. Formation gegangen? Dann stärker Kampf. Jawohl. Jawohl. So ein CP-Vergleich. Ach, gleich auf direkt. Ja, da wird mein CP-Upgrade fällig, würde ich sagen. Eben, ja. Ja. Ja, kommt auch schon bald. Ja, ist da schon auf dem So, Weg. und das sind auch schon mal die Radreiter am Start. Standardreiter sind das. Boah. Sind die denn verbilligt? Ja, 10% Bisschen. bald. Okay. Dann ist noch genehmigt. Sehr gut. So, und die Ork-Meute hier wurde getötet. So, abscheuliche Kreaturen kommen immer in der Meute. Nicht irgendwie in der Gang oder was Genau. weiß ich. Eine Clique. Ja. Ja. Noch irgendwelche Begriffe für Gruppen von Orks? Weiß ich nicht. Menschen aus Azeroth! Nein. Das sieht gerade unsere Kaserne. Das ist ein Dicker dabei, gell? Das ist Auch Statement. schon der Boah. erste schwarze Urus hier. Ja. Dann ist es natürlich eher schwierig, deswegen ziehe ich wieder zurück. Oh. So, und CP-technisch. Ja, echt gleich auf hier. Da auch ein paar Bonusarbeiter geholt, damit das hier Level schneller levelt, die Holzwerkstatt. Die produziert ja keine Ge Rohstoffe, sondern damit schaltet man Technologien frei, unter anderem auch hier die Upgrades. Aha, frag mich, wo hast du deinen Ich Scout glaube, in die eigentlich? Außen-Eco, wenn ich es richtig gesehen habe gerade. Ja, stimmt. Ja. Hier. Er Die ist Außen-Eco. gewagt. Ja. Was jetzt plötzlich Welche gerne mal, Außen-Eco hast du denn? dass man das macht und dann die ganze Außen-Eco verliert Ja. währenddessen. Aber im Moment hast du noch genug, glaube ich, dass es sich lohnt. Ja. 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 Also ungefähr so viel wie innen, also. Ja. Ja, Ja. hast du so 5, 6 Stück am Start. Hätte man wahrscheinlich auch einfach innen nehmen können, um auf Nummer sicher zu gehen, aber so wird es Ja. ja schon auch. Hätte man auch die Upgrades, wäre natürlich nicht schlecht Ja. gewesen. Ja. Andererseits ist das auch mit, um die Mappers zu halten. Die Leute halten ja auch mehr aus und so weiter. Eben. Das stimmt, Ja auch ja. mit. Die sind jetzt auch nicht mehr so schweineteuer, also in 50er Ja. Schritten erhöhen die sich. Die Sklaven geben dann ja auch So noch viel mehr. mehr Ressourcen. Dafür lohnt es sich auch. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Stimmt, Das. stimmt. Die vergessen aber schnell. Und da ist auch ein bisschen Asche. Mal schauen, ob du dir gleich einen Helden mal snackst. Gucken wir mal an Denn den oben ist Dark. immer noch ein Vollcreep, glaube ich, ne? Ja. Ja. Ja, der chillt hier sein Leben. Ja, Darkin hat ja ganz gut was angesammelt für seine Base. Ja. Gucken, ob da gleich mal hier auch so ein Held kommt. So ein Gothmog ist halt zum Beispiel sehr beliebt. Ja, da hat er auch Ja. zwei Bats Kirit Ungol mit Sie. Aufsehen kombiniert. Ja. Sind schon erstmal ein Statement. Ja. Ja, die sind schon ganz gut so gegen so Standardtruppen und Reiter. Ja, Gar nicht genau. so schlecht. Da braucht man schon mindestens Bugis gegen. Ja. Halt ewig auszubilden, aber die Einheiten rentieren sich schon krass. Für das Sklaven-Farm man lieblose hat zumindest. Aha, mit Verstärkung der. ist auch bereit für Mörder, aber wird irgendwie nicht benutzt gerade. Die Huhnverstärkung. Ja, mit draufhauen. So, wann hast du hier deine nächste Kunst der Spionage auch bald fertig wieder? Ja. Und soweit, so gut würde ich sagen. Ziemlich ausgeglichen auf jeden Fall noch. Ja, im Moment wird gerade so ein bisschen umeinander rumgelaufen, nicht so wirklich gekämpft. Ja.
Aber jetzt Aber kannst du in der Mitte gleich wieder ein bisschen losgehen. ich glaube, das wird gut Geld ausgeben, oder nicht? Mal schauen. Wechsel mal auf meine Sicht da. Das wollte ich auch gerade sagen. Eben. Ja, das könnte ich ja Ja, ein das sieht aber Urlaub verdächtig machen. nach einem blauen Zauberer aus. Ja, Ja, kann man stimmt. hier in der Zitadelle übrigens. Ja, da wurde auch Und schon einer ausgewählt hier. Der Button ist verschwunden. genau. Den einen kann man bauen, den Und anderen jetzt über kommt den er. Zehner Ja. kriegt man die dann. Ja, da wird jetzt einer gebaut. Mal schauen, welcher. Ich tippe auf einen von den Natürlich blauen. ein riskantes Ding gegen Mordor, wenn da so eine Krankheit kommen kann. Ja. Ich bin. So ein teurer Held, wenn man noch keine so große Armee hat. Das ist richtig. Und welches Team seid ihr? Team Palando oder Team Alatar? In Alatar, Ja. oder? Also Alatar ist, finde ich, schon ein bisschen stärker so, aber Ein bisschen man kann halt so komplexer. schön, schön aus der sicheren Entfernung ein bisschen Wind durch die Gegend pusten. Du So, bist Team Palando, Palando, der hält ja gell? jetzt auch nicht so Das. viel aus, und wenn man dann durch die Armee durchlaufen muss, damit er richtig Schaden macht mit der eine und so, weiß er nicht. Der ist Ist schon auch schon Bock gut. immer spannend. Ja, ist schon immer spannend, Das aber kann auch ganz schön schnell schief gehen. ist richtig. Also einen Helden einzusperren, der ist schon auch bockstark auf jeden Fall. Ja. Ja. So würde ich Haben schon schon auf einem beide Level ihre sehen. Stärken natürlich. Ja. Ja, die Fähigkeiten sind schon von Palando ein bisschen besser, finde ich, aber. Ja, von aller Tat der Standardangriff. Ja. Genau, da ist halt der Standardangriff deutlich stärker. Hast du mehr Variation bei Alatar, gell? Kann man Ist da. ja. Stances hier gucken, wie man es macht. So, und da wird jetzt wieder ein Spion ausgebildet. Mal gucken, wo du den diesmal reinschickst. Ich glaube, Innen-Eco wird vielleicht ganz gut Sinn machen, wenn du die Upgrades holen willst. Ansonsten einfach vielleicht. Ja, ist eigentlich alles legitim, würde ich mal behaupten. Sieht jetzt map-technisch aus. Da rechts hat er da ging noch die ganze Seite, oder? Ja, er hat seine Seite. Hier hast du sogar deinen gesnackt. Da baut er gerade auf. Ja, etwa Gleichstand würde ich behaupten. Wieso Der, ja, gerade wenn. wahrscheinlich noch ein bisschen mehr für Darkling. Ja. So, und der Aber jetzt Palando liegt der hier. Palando da. Mal schauen, ob du den 1 aktivierst, dann kriegt man auch einen kleinen Speedboost. Und der Spion geht Bisschen. wahrscheinlich in die Eco. Ja. Schönes Reiter-Harassment währenddessen hier auf der Modder-Seite. Also von Harad auf der Modder-Seite. Ja. So, und dann gucken wir jetzt mal, ob es jetzt einen fetten Kampf gibt mit Palando. Ja, der Palando könnte lunzen, ey. Ja. Und der Spion. Mal in, ja, ins Modder-Spellbook gucken, ob da eine Kankra kommen Ah, könnte. schau mal hin, Sens, hier zum Kampf. Da ist er. Ja, Da wird jetzt jetzt der geht's 1 los. aktiviert. Das macht er ein paar Ja. Mal Erdbeben. Ist eigentlich wieder Zwergenziehen, Genau gleich. Genau. Boah, der Ja, hat war aber ganz gut günstig, was der war erwischt hier. günstig, der war Ja. günstig. Das sind 4000 erhält, der kann natürlich erstmal aufräumen, wenn der Gegner nur Orks umsonst hat. Und jetzt wurde noch der Shaggy eingesperrt. Sauerei. Leider schon fast Ist er vier. da, Sauron, gesnackt? Welchen Level? 4 auch? Der Ah, Shaggy hat er auch chillt. seinen Helden-Stun, hat es auch noch 4. Wird ja auch nicht schlecht gegen den Ja. Palando. Ja, genau. So. Paharat. Einer hat einen abgemurkst. So. Die Oase hast du mittlerweile mal irgendwo platziert, haben wir vorhin auch gesehen. 5 Spellpunkte, das heißt, ein Skorpion-Tempel wäre bereit. Ja, natürlich ein Ja, oder der Theoretisch. Zentralspell. Oder Zentralspell. Oder noch ein Spellpunkt auf der Zahnverfärbung. Uiuiui. Ah, ja, Oder ein ja, nasser aber kein, keine Kreischen. Klinge. Ja. Bin eigentlich auch eher Kreischen-Fan, muss ich sagen. Ja, ich Aber. auch meistens. Aber ist in der Situation natürlich eine Klinge auch ganz gut Ja. gewesen. Mal schauen, Sauron ist ja nicht da, oder? Ah, ne, ist nicht Nee. da. Sauron läuft auch irgendwo rum. Ja, der war Wobei, rechts. was für eine Ah, zweite da ist der Nachtruhe, andere. ganz gut. Natürlich jetzt Wäre natürlich gefährlich ganz für schön Palando. gewesen, wenn er die in Kombination benutzt hätte, Klinge und Kreischen, dann wäre der auf Ja. jeden Fall weg Die gewesen, der Wucht der Palando. Urtume Ja, oder kommt über euch. Aber so. Boah! Und da hat der Schamane hier ein paar Orks in Bäume Ja. verwandelt. Die Elben sind stolz auf ihn. Da kann man echt mal sagen, dass die Wut der Urtüme Menschen aus über euch kommt. Ja. Ja.
Aber kurz da unten hin vor meiner Base, da habe glaube ich so ein bisschen Probleme. Emigrieren Ungoltruppen. Aber okay, jetzt sind Reiter-Bogis da. Also noch kein Kämpfer da, genau. Im zweiten Spion habe ich dann Militär geschickt, nehme ich an. Ja. Ja, sonst kommst du ja schon schlecht dran. Während die auf die Speere fallen, durch dringenden Speeren, die noch mal ein bisschen zu durchfliegen. Ja, Rat hat man am Anfang nicht so viele Fernkämpfer, aber wenn man dann einmal Militär-Upgrade hat, dann hier Speerwerfer und Reiterbogis sind natürlich schon an der Macht, weil es sind viele Fernkämpfer. Ja, sonst natürlich auch Beastmaster kann man auch schon für eins holen. Das ist jetzt nicht es gibt schon ein paar, aber halt in der normalen Kaserne kriegt man erstmal keine. Ja. Und sonst Kassil kann auch für 2 noch. Ja, Korsaren können auch Feuerbomben machen oder wenn man es gelevelt hat, dann Bogenschützen. Ja. Gibt schon ein paar Möglichkeiten. Aber jetzt keine so ganz normale Standard-Bogis in der Kaserne. Und da unten steht da Meckes oder warum sind so viele Fette? Das ist ein Fettshaming hier. Immer gut. Ich bin aber schon schön aufgereiht, da kann man nicht anders sagen. Ja, echt, also ich stehe echt schön hier in. Die Stinnschlange. Die Stinnschlange, ja. Und da kommt eine Morgul-Festung. Wow. Mächtig. Ich schau mal hier auf Darklings Seite, was der so hat, spammäßig. Gute Idee. Ach, ja, okay, ist Kankra. Sehr schön. Ja, schade, er hat es bis jetzt ist 5. Nicht geschafft, den Brandel zu snacken. Ja, nur mit der Kankra und den beiden Nazgul sollte es eigentlich ziemlich gut funktionieren, wenn er die schön zusammen einsetzt, alle. Und auch ein Sauron. Kann eigentlich nicht so viel schief gehen, glaube ich. Sauron auch noch Helden Cripple und kann die Einheiten wegwerfen. Boah. Ja. Gespannt. Und mal schauen, ob Gorbak jetzt wieder sagt, die alte Kankra, weil sie uns keinen Spaß machen. Der hat sich echt eingeschwert hier im Stein. Sau geil. Holz. Die Steine aber noch runter hier. Ja, da kommen die Steine. Die gehen jetzt erstmal hoch. Da kommt sie runter. Das war ja ein bisschen knapp mit dem Palando. Nee, war es nicht. Also ja, war knapp, aber auf der anderen Seite halt. Ah, aber der Nazgul steht auch noch. Ja. Sein Nazgul vergessen wurde. Einheiten hat er noch mitgenommen. Schauen wir hier dann. Der Palando hat schon noch gut Fahren angerichtet, aber. Allerdings. Ja, da schießen ja die Reiterbogis auf die Feste, da musst du auch aufpassen. Die Kankra ist aber doch eingesperrt, die wird wohl nicht mehr zum Zuge kommen. Ja, die Kankra kann sich erstmal keinen Spaß gönnen, leider. Ja. Hörte, der ist ja gerade immer motiviert. Gorbag meine ich natürlich. Nee, gar kein Spaß, könnte ich mehr. Da hat sich auch noch ein bisschen. Wir packen jetzt irgendwie mal was überlegen gegen die Reiterbogis so langsam. Ja. Ja, so ein Einfluss ein auf die Bogenschützen zum Beispiel. Ja, genau. Ja, oder auch ein paar Ork-Bogenschützen würden auch schon gut funktionieren, glaube ich. Ja, aber vor allem die Hakenpfeile, wenn er schießt, sehr gut. Ja. Aber auf die Außen-Eco geht's. Ja, wie viel hat er denn? Gar nicht so viel Außen-Eco, ne? Da links ist irgendwas noch, eigentlich nicht mehr. 5. Ja, okay, es geht. 6. Es geht. Ist. Außen, Eco ist die, der Jet-Move. Die Morgul-Festung ist gefallen noch. Ja, das ist natürlich scheiße. Hat, glaube ich, nichts rausbekommen an Einheiten oder Held. Ich glaube auch. Aber da sammelt sich schon wieder eine mächtige Mordor-Armee. Ja, vielleicht auch. Mit den ganzen Krit-Ungut-Einheiten wäre natürlich auch Waffenlager nicht verkehrt gewesen, damit man den Bandträger geben kann. Ja, oder Klingen für die schwarzen Uruks, das ist ja jetzt auch möglich. Ja, genau. Die wären auch gar nicht so schlecht wahrscheinlich. Einschuss am Sammelbanner. Ja, für die Rundverstärkung ist natürlich die Upgrades auf lange Sicht auch nicht schlecht. Ja, das sowieso. Waffenlager wahrscheinlich instant bessere Wahl gewesen. Ja, wobei, also mehr schnellere Spells ist immer gut, also. Ja, natürlich. Ist auch nicht schlecht. Bei den Aufsehern und allem. Ja. Der Kranker. Ist aber auch schon gut geritten hier, oder? Mit den Reitern schon mal an. Dieselbe. Ja, ja auch viel geharrassed vor allem, glaube ich. Ja. Ja. Zur Noten geht die Sache meistens erst ein paar später, ja. Und sterben ein paar Reiter. Guck mal, was hast denn du hier? Boah, 8 Spellpunkte. Deshalb gerade heißt das, dass hier der zweite Bauzauberer kommt. Und der erste wieder zurück vielleicht. Ja, du hast ein bisschen Geld angesammelt. Vielleicht warst du ja gerade wieder.
um den Ja. neu zu holen. Ja, der 10er Spell lohnt sich dann schon ziemlich nicht. Der Palando war ja schon 5, glaube ich. Das heißt, der Anatar ist auch 5, wenn er kommt. Das ist natürlich schon gar nicht mal so schlecht. Was ist denn der Sauron für ein Level? 5, okay. Oasen. Ein paar Bäume, gell? Das Bonset über die Bäume beim Horda. Ja. Ja, so ein Saurons Mund wäre auch ganz schön so langsam, finde ich. Ja. Stimmt, das ist auch Dann ganz noch irgendwie geil. so gegen die Reiterbogies oder so ein bisschen Aufrichten. verlangsamen und Reichweite reduzieren und sowas. Blitzen und alles, ja. Und Oder ein genau. paar dunkle Schleier auf einen auf möglichen Vorposten sind auch Alle nicht möglichen schlecht. schönen Sachen auf jeden Fall. Ja. Hat auch schon den Zentralspell hier, ne? Der Abt Nazgul da. Ja, Ja. stimmt. Ganz geil Ja, gleich aus. ist es soweit für Palando und Alatar. Ja. Glaube ich Aber auch. natürlich, die Garten Nazgul sind natürlich schon stark von den Stats her. Ja. Natürlich doch, das sind Maulklinge. Die Geabte auch sehr stark. Ja. Und Darkin hat Sollten sich da wir unten mal aufpassen. wieder ein bisschen Platz verschafft und da hat er gar nicht mal so schlechte Armee, würde ich mal behaupten. Gaia auch wieder auf dem Vorposten. Ich glaube, da möchten. Ich weiß nicht, hat er den Einfluss auf die Morgul-Festung geschafft? Weil das wäre natürlich nicht schlecht, wenn man hier Ja. geabte Also, so Nazgul ein hat. Hexenkönig ist natürlich auch ganz gut gegen die blauen Zauberer. Und allgemein Auf ganz dem gut. Pferd. Ihr habt das auch sowieso, aber. Ja. Der hat ein bisschen geritten. Für das lieblose Ja, jetzt Ja. Upgrades Wurde klingen ein hier. bisschen mutig geritten. Oh, aber ein Uiuiui. Gifttotem. Uiuiui. Gifttotem, weg da. Seite mit dir. Und Feuerfall sind auch schon da. Habe ich auch ganz gut Geld angesammelt. Den habe ich aber zuerst auch nicht gesehen, weil da kann man auch erst hier das Ja. Upgrade nach ein paar Sekunden werden. Wenn die grüne Schlange drüber ist, sieht man es natürlich besser dann. Die Schlange beißt all jene, die keine Schuhe tragen. So sieht's aus. Jetzt Abmarsch für Mordor. Ja. Aber da drüben oben heißt Abmarsch für Harad. So, Ja. Level Ja, und jetzt kommen 5. eben auch die Upgrades bei Harad so nach und nach, ne? Morgelfestung. Haben da Ja. Level 2 in, na, zieht wieder was bereit. Könnte auch mal wieder im Spion irgendwo Gebäude leveln gehen. Ja, und jetzt gucken wir mal, ob der blaue Zauberer. Ist der schon wieder da? Nee, habe ich nicht verpennt. Nicht gesehen. Wie sah ich mit Sägewerk upgraden so aus? Upgrades so aus? Ist da schon irgendwas geholt worden? Außer Upgrades halt in der Festung dann? Nee, Nee, ne? glaub Gar nicht. nichts. Ja. Ist natürlich auch ganz gut so, um ein bisschen Ja. einfacher die Außengebäude halten zu können. Ja, auf Also jeden die Fall. extra Leben und das bisschen Schaden, das da ausgeteilt wird, gerade gegen die ganzen Ja, Orks. gegen Mordor, Ja, ja, ist auch für den schon echt Preis. gut. Wäre das schon gar nicht so schlecht wahrscheinlich. Vergisst man immer ganz gerne das Sägewerk natürlich. Ja, klar. Kostet natürlich auch ein bisschen was, aber nee, lohnt sich schon, wenn man die Map halten will. Ja. Oder vor Auf allem auf Dauer den lohnt sich das, glaube Vorposten. ich, ziemlich sicher. Ja, Ja. natürlich. Hier ein bisschen die Reiter regeneriert. Da ziehen Spell von Ja, Kral. jetzt ist es soweit. Schreiten wir der Oh, alte ist auch Kankra. direkt geholt. Also Kankra. Da kommt er Da also. angelaufen, auf 5, so wie der Palando. Vielleicht teleportiert er sich gleich hier hin, mal gucken. Oh, das Gift tut uns von der Fest nicht Ah ja, schaffen. da ist er. Ja, Oh da ja, ist das er. war ein Statement hier, der Typ rein TP. Zusammenzieher. Ja, das ist natürlich Uiuiuiuiui, ein Donnerwetter. starker Wirbelwind hier. Auf dem braunen Wind. Welcher ist der braune? Ostwind? Ostwind, ja. Ich habe Der keine macht Ahnung, dann welcher Wind doppelten welcher ist und Schaden. was die für Sachen machen, aber. Ja, der Ja, Ostwind soll der Schaden Ostwind, ausgleichen. Der eine macht mehr ist auf Schaden und Schaden anderen bleibt ausgelegt, der Wind genau. länger oder sowas, oder? Der andere Ja. auf. Ja, beim anderen bleibt der Wind doppelt so Genau, je lang. nachdem, welchen Stance man hat, sind die Fähigkeiten ja auch anders. Nicht nur der Standardangriff und da Naja. ist der Ostwind dann immer offensiv ausgerichtet und der macht da zum Beispiel eben, dass die anderen zusammengezogen werden und man sich rein teleportiert. Das kann man natürlich dann wunderschön kombinieren mit den anderen Fähigkeiten. Ah, das war bockstark, der Move. Mit dem rein zusammenziehen, dem Ja. wegwirbeln. Da ist auch der andere Oh, da war Kollege. ein Steinhagel von Palando, hat glaube ich gleich die Ja. Morgenfestung fast zerstört. Stimmt, ja, dachte mir schon, die hat verdammt wenig Leben, ey. Ja, da hat irgendwas ganz schön viel Schaden gemacht. Der Steinhage, der. Ja, da kommt schon wieder ein Nazgul vorbei. Macht euch direkt eine Oh, Morgul-Klinge. aber Wird aber wird, glaube ich, dafür. noch. Ja. Die kriegt er noch ab. Oh, die Steinmauer wäre hier. Bereit.
Ja. vielleicht benutzt wird. Ja, wobei da nicht so wirklich was ist, um da Angst. irgendwie zu profitieren von dann. Außer man muss halt abbauen. Ja. Einfach hier schnell sich selber in die Arena einsperren mit dem hier. Wäre auch ein Statement gewesen. Einmal Aber in er der schon Arena was. für Nasco und Polando wäre auch was. Der 1 gegen 1 Arena ist schon immer geil. Ja. Du. Da dachten da wir unbedingt die blauen Zauberer sich holen. Ja, und du Ist hast sie doch dir auch klar. geholt, aber es. Beide wollen sich die blauen Zauberer holen. Ja. Und auch Ifrit Kret Ungol Bogenschützen jetzt. Wenn ich das richtig Ifrit. sehe. Ja. Die Beeinfluss müssen aber macht erstmal er. ganz schön wegrennen hier. Oh. Ah ja, da ist ja Oh. die Arena. Abmarsch in die Arena, ey. Die Orks. Ja. Früher konnte man sich ja noch gegenseitig. Ach ne, geht ja natürlich immer noch sich gegenseitig fressen. Ja. Meine, wäre spektakulär Weiß gewesen. gar nicht, warum ich Ja. da jetzt den Speer eingesetzt habe, aber. Ja, möchtest du Uiuiui, nochmal Dark, pass auf. auf den Mörder-Palantir hier switchen? Ich glaube, da wurden nämlich Banner geholt oder sowas. Ja, Ja. genau, der Bann des roten Auges stellt sofort Einheiten wieder her und alle auf Level 2. Da kommt mal wieder ein Vorposten. Von Ui. Mordor. Der erwischt auch wieder gut hier. Ja. Ah, schon fast Level 8 hier. Ja, da gibt es auf jeden Fall noch Stufe 10 für die beiden, dieses Spiel, glaube ich. Schauen wir mal. Und die dritte Morgelfestung wird gebaut. Ja, mit dem Morgelfestern war jetzt bis jetzt noch nicht so glücklich. Kann Da auch gleich ist. wieder ein Steinhagel Jetzt rein, die Schnagel. draufkommen. Und ja, so auf die Armee und auf die Festung so ein bisschen könnte man schon Ja. ganz gut machen. Ja, ich meine, das ist noch Übergang. Oh, Ja. der hat sich her teleportiert, der Freund Alatar. Da ist Der er. Freund. Da oben wird Ja, jetzt auch ah, da was. kommt der Steinhagel. Uiuiui, hoch die Hände, Wochenende. Jetzt Abmarsch, Abmarsch. Wenn wir den zieht, dann immer erstmal ein bisschen bewegen. Ja, genau. Ja, auf die Einheiten erstmal. Gibt's natürlich auch ganz gut. Ja, ein bisschen wurde doch die Festung erwischt. Ja. Ja, wenn das wohl auf die Festung geht, dann wäre ich, glaube ich, direkt wieder zerstört gewesen. So, und der Kollege? Ja. Ah, warte mal. Ja. Ja, die Feuerpfeile machen auch Uiuiui. ganz gut den Schaden. Oh, ah, der Falando. Wie das. Ein knappes Ding. Ja, auf jeden Fall hat er hier noch sein Statement beschworen. Den Steinkohle. Oh. Ja, und da Aber. kommt das GG. Kommt noch da. Da kommt noch das Statement. Sau geil. Das ist doch mal ein Ja. Abschiedscam gewesen hier. Ja, das war hier das wunderbare Game. Bisschen Ja, blauer Zauberer-Action. sehr schöne Zauberer-Action, genau. Eben. Ja, also das ist ein Kommentar da. Sag ich jetzt wie so ein YouTuber, wenn er irgendwas. Genau. Liken, Da teilen und kommentieren. wenn ihr irgendwelche ein Feedback habt oder Wünsche, Anträge und Genau, dann offizielle Beschwerden. eben. Man sieht sich, man hört sich.